Frau Blum, zum Verhör. Millionen lesen die Romane von Heinrich Böll. Die aktuellste Erzählung des Nobelpreisträgers wurde zum erregenden Filmreport über eine gefährliche Krankheit unserer Zeit, den Meinungsterror. Versuchen wir mal, uns ein Bild zu machen von der unbescholtenen Hausangestellten Katharina Blum. Ich freue mich so. Ich habe ein bisschen Angst. Angst? Wovor? Weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, dann hätte ich hier keine Angst. Die verlorene Ehre der Katharina Blum ist ein Film über die Gewalt, der zeigt, wie sie entstehen und wohin sie führen kann. Aber Katharina ist nicht zu helfen. Mir ist noch zu helfen. Sie lässt sich einfach nicht helfen. Das Haus wird seit gestern Abend observiert. Wenn er nicht hier ist, weit kann er nicht sein. Aber wir kriegen den bald. Und wenn du nicht willst, dass er zum Krüppel geschossen wird, dann sagen Sie mir gleich, wo er ist. Stattdessen sind Sie gleich mit ihm abgezischt. Warum, ist ja klar. Wir müssen den Kollegen von der Presse Gelegenheit geben, ihrer Informationspflicht nachzukommen. Das Sport, ja, bitte. Oh, vielen Dank. Sagen Sie, halten Sie eigentlich Ihr Dienstmädchen eines Verbrechens für fähig? Wieso? Welches Verbrechen nicht? Ich halte jeden Menschen eines Verbrechens fähig. Auch mit diesem Herrn habe ich ein paar Mal getanzt. Wir wollen doch nicht persönlich werden, Frau Blum. Bitte beschränken Sie sich inhaltlich darauf, was Sie gefragt werden, ja? Hat er dich denn gefickt? Die verlorene Ehre der Katharina Blum ist die Geschichte einer Empörung. Ein sanfter Mensch schlägt um sich. Eine unbescholtene Frau wird zum Schlagzeilenobjekt einer Skandalzeitung. In der Story ist noch viel drin. Nur müssen wir jetzt gleich was nachschießen. Nachschießen, Mädchen. Immer nachschießen, sonst vergessen die Leute dich. Volker Schlöndorff, deutscher Regisseur mit internationalem Prestige, machte aus einem wichtigen Buch einen wichtigen, provozierenden Film. In der Rolle der Katharina Blum eine überzeugende Neuentdeckung. Angela Winkler. Wo ist Ludwig? Was ist mit Ludwig? Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Ein großer Film für ein großes Publikum.